eine filmische Sensation. Das aufwendigste und teuerste Filmwerk, das je von einem deutschen Produzenten geschaffen wurde. Ein historischer Monumentalfilm nach dem berühmten Roman von Felix Dahn. Kampf um Rom. Die Welt hält den Atem an, als Theoderich, der mächtige König der Ostgoten, die Augen schließt. Das friedliche Bild in den Straßen Roms täuscht. In den Katakomben sammeln sich die Verschwörer. Für ein freies Rom. In Byzanz beobachten Kaiser Justinian und seine schöne Gemahlin Theodora aufmerksam die wilden Machtkämpfe zwischen den Erben Theoderichs. Zu wittiges Hof! Brennt ihn nieder! Nehmt seinen Sohn als Geisel mit! Ich bin die rechtmäßige Königin der Goten und ich verzichte nicht auf den Thron. Niemals. Bei Narses laufen alle Fäden zusammen. Er ist der Größte. Ich fürchte, da bist du etwas im Nachteil. Dann lass Narses auf dem Schlachtfeld kämpfen und Cethegus auf dem Feld der Diplomatie. Ein Filmwerk von märchenhafter Pracht, voll dramatischer Hochspannung. Jeder nutzt die Waffen, die er am besten beherrscht. Der Kaiser geruhte mir morgen eine Audienz zu gewähren. Die wird hochoffiziell sein. Diese hier nicht. Der Sturm bricht los. Römische Legionäre überfallen die gotische Garnison. Atemberaubende Kampfszenen in einem Ausstattungsfilm ohne Beispiel. Zwei Welten prallen hart aufeinander. Das hier ist die Waffe für einen Mann. Das habe ich schon mal gehört. Ein historisches Kolossalgemälde von Weltformat. Kampf um Rom. Mit der größten internationalen Starbesetzung, die es je in einem deutschen Film gegeben hat. Cethegus von Rom fasziniert nicht nur die schöne, liebestolle Kaiserin Theodora. Wenn sie mag, soll sie. Kaiser Justinian hat andere Sorgen. Der Schicksalskampf weitet sich aus. In einer Welt voller Niedertracht und Kampf erleben sie eine bezaubernd zarte Liebesgeschichte. Ein Glück, an das wir beide glauben, kann niemand zerstören. Julia, ich will, dass Sie es erfahren. Ich will, dass die ganze Welt es erfährt. Tortilla, vergiss nicht, ich bin die Tochter eines Römers. Ein mitreißender Film voller Überraschungen. Pass auf! Ein erregendes Abenteuer aus großer Vergangenheit. Aber sag mir doch, welches ist dein nächster Schritt auf dem Feld der Diplomatie? In diesem Film treffen Sie Weltstars aus 7 Nationen. Steh auf, Schwester. Wir wollen den alten Streit begraben. Ich empfinde nur noch Liebe für dich. Ein dramatisches Geschehen von beklemmender Realistik. Mach die Tür auf! Die Gier nach der Macht scheut nicht den Mord. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Ein neuer schwöre. König soll die Goten führen. Ich will ihn nur besiegen, aber er soll am Leben bleiben. Er wird vielleicht mein bester Kommandant. Du bist frei, Wittiches. Du willst, dass ich sie heirate? Wenn ich die einzige Frau bleibe, die du liebst. Die erhabene Kaiserin hat einen Instinkt für die Wahl des richtigen Mannes. Das ist eine ihrer ganz besonderen Qualitäten. Die Amouren einer unersättlichen Frau beeinflussen die Weltgeschichte. Ein Film der Superlative. Über 1000 Pferde und Reiter, mehr als 5000 Kostüme. Verfolgt sie mir nach! Über 30.000 Schwerter, Lanzen, Bogen und Schilde für insgesamt 150.000 Mitwirkende. Öffnet das Tor! Ein Film, der alle Erwartungen weit übertrifft. Felix Dahns Kampf um Rom. Jetzt kommt unsere schwerste Stunde. Der Kampf um Rom.